Unser zweiter Vortrag. Für den Komplex Inspire beschäftigt sich mit der Praxissituation in Rheinland-Pfalz und da wird der Herr Retterath jetzt einfach mal uns einen kleinen Einblick gewähren. Bitte schön. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Also mein Name ist Armin Retterath und ich kümmere mich in Rheinland-Pfalz um den Aufbau der Geodateninfrastruktur. Geht das ein bisschen leiser? Alles klar, danke. Und um die Konzeption und den Betrieb des zentralen Geoportals in Rheinland-Pfalz. Und das seit 2005. Kurzer Überblick über den Inhalt des Vortrags. Also erstmal kurz möchte ich eine Folie zeigen zur historischen Entwicklung in Rheinland-Pfalz, des Aufbaus der GDI. Dann ein bisschen auf die Rahmenbedingungen eingehen. Wie sieht die Verwaltungsstruktur in Rheinland-Pfalz aus? Und welchen Einfluss hat auch diese Struktur im Endeffekt auf die Umsetzung der Geodateninfrastruktur, auch bezogen auf Inspire? Dann möchte ich ganz kurz auf Standard-GDI-Architekturen nochmal eingehen, um das nochmal zu wiederholen. Wie funktionieren die oder wie sollen sie funktionieren eigentlich? Dann kurz nochmal eine Folie zeigen mit den konkreten Anforderungen der EU-Richtlinie. Wir sind jetzt zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich alles schon vorhanden sein müsste. Und dann möchte ich eigentlich den Hauptteil des Vortrags auf unsere Umsetzung im Geoportal Rheinland-Pfalz mal lenken und dann nachher einem praktischen Beispiel zeigen, wie einfach man Inspire eigentlich auch umsetzen kann, wenn man es richtig angeht. Okay, das war eigentlich dann die Live-Demo, der sollte den Hauptteil des Vortrags umfassen. Und ganz am Ende möchte ich kurz nochmal einen Einblick und Ausblick geben auf die Zukunft bzw. das, was Inspire uns eigentlich bringen kann. Okay, geschichtliche Entwicklung ist jetzt ein bisschen blöd mit dem Schauen hier. Wir haben 2005 angefangen in Rheinland-Pfalz und zwar war das erstmal ein Ministerratsbeschluss, der entschieden hat, dass wir eine Geodateninfrastruktur aufzubauen haben. Oder wir hatten es also das politische Mandat genommen und das eben auch bekommen, dementsprechend auch Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Das waren 2005 200.000 Euro, mit denen wir dann quasi ein zentrales Portal konzipieren konnten und eine europaweite Ausschreibung machen konnten, die dann 2006 in der Implementierungsphase gemündet ist und dann 2007 halt quasi kam es zur Freischaltung unseres zentralen Geoportals. Das war halt zu einem Zeitpunkt, als eigentlich keine Geodateninfrastrukturstandards existiert haben. Es gab keine richtigen CSW-Standards, so ein paar Brä-Standards, die nicht funktioniert haben. Und 2007 ist eigentlich dieses API ISO 1.0 dann überhaupt mal bei OGC verabschiedet worden, im Sommer 2007. Also wir haben mit der Konzeptionsphase der Geodateninfrastruktur also extrem früh angefangen, aus Sicht der Standards, die damals existiert haben. So, und dann, ein paar Jahre später, hat es halt gedauert, bis unser Landesgeodateninfrastrukturgesetz in Kraft getreten ist. Das ist im Endeffekt die Umsetzung, oder fast 1:1 Umsetzung der Inspire-Richtlinie und die uns dann quasi das legale Mandat dann auch gegeben hat, das, was wir bis dato auf Ministerratsbeschlussebene umgesetzt haben, weiter zu betreiben. In der ganzen Phase kam es natürlich auch, wie das halt bei Webanwendungen häufiger der Fall ist, muss man sich mal Gedanken drum machen, diese Anwendung moderner zu machen, an die moderneren Anforderungen anzupassen. Und wir hatten also 2011 schon unseren ersten Relaunch mit dem Geoportal. Und das wurde in dem Zusammenhang auch stark verbessert. Und seit 2011 haben wir uns eigentlich intensiv damit beschäftigt. Die Richtlinie, die Inspire-Richtlinie, ist ja 2007 in Kraft getreten. Und wir haben uns also angefangen, 2011 damit intensiv zu beschäftigen, wie können wir diese Richtlinie in Rheinland-Pfalz umsetzen, unter den Voraussetzungen, die wir halt hatten. Eine bestehende Geodateninfrastruktur, eine funktionierende Geodateninfrastruktur. Und wir beschäftigen uns auch heute noch mit dem Problem. Kurz was zu den Rahmenbedingungen. Wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus? Also die Inspire-Richtlinie selber führt dazu, dass im Endeffekt auch kommunale Dienststellen Daten bereitstellen müssen. Wenn man mal die kommunale Struktur des Landes betrachtet, haben wir 36 Landkreise. Wir haben auch sowas wie Verbandsgemeinden, das sind nur um die 200 Verbandsgemeinden, die administrative Aufgaben durchführen. Auch die haben alle Geodaten. Und auf der untersten Ebene, wenn man die Bauleitpläne betrachtet, dann haben wir nochmal 2400 relativ kleine Gemeinden, die im Endeffekt für den Erlass bzw. den Beschluss oder die Rechtsetzung im Bauleitverfahren zum Beispiel zuständig sind. Das ist ziemlich umfangreich, die alle mitzuziehen und die von den komplexen Anforderungen da irgendwie zu überzeugen, dass das eine coole Sache ist, Inspire umzusetzen und dass sie davon auch Vorteile haben, ist nicht besonders einfach, aber wir haben ja auch schon 8 Jahre Zeit gehabt, uns damit zu beschäftigen. Derzeit haben wir also um die 90, 95 verschiedene Dienststellen, die Daten für Inspire bzw. für die GDI bereitstellen. Das ist eine grobe Verteilung, ist relativ homogen über Rheinland-Pfalz verteilt, wobei das jetzt Landesdienststellen sind, aber auch kommunale Dienststellen, die Daten zur Verfügung stellen. Das ist jetzt mal ein ganz kurzes Tortendiagramm. Wie sieht es aus mit den Landesdienststellen? Das bedeutet Ministerien, große Landesämter. Was sind so die Datenanbieter, die wir in Rheinland-Pfalz haben? Und der größte Datenanbieter, so wird es wahrscheinlich auch dann irgendwann Europa bzw. deutschlandweit sein, ist die Statistik.
Die hat zwar eigentlich gar keine richtigen Geodaten, aber die hat halt Schlüssel, mit denen sie ihre statistischen Auswertungen an Geodaten ranhängen können, also indirekten Raumbezug, mit dem sie dann noch in der Lage sind, halt Geodaten zu veröffentlichen, zu verwalten, bereitzustellen. Also der Statistische Landesamt ist also der allergrößte Datenanbieter mit Abstand. Und dann kommt quasi die Vermessungsverwaltung und das Landesamt für Geologie im Bergbau und so. Also es ist einfach mal zu sehen, mit welchen Akteuren man es eigentlich zu tun hat, wenn man so ein System aufsetzen will. Jetzt ganz kurz, auch wenn das nervt oder schon tausendmal erzählt worden ist, eine Standard-GDI-Architektur basiert auf diesem serviceorientierten Prinzip. Ich habe Anbieter von Diensten, die veröffentlichen quasi Metadaten zu Diensten und Daten. Und die werden über einen Broker lösen, Katalog, GeoNetwork haben wir eben im Vortrag gesehen. Oft wird halt so ein Katalogsystem oder ein Bibliothekssystem dafür verwendet, um diese Metadaten einer zentralen Recherche zugänglich zu machen. Und in dieser Kataloginstanz können dann die Nutzer dieser Infrastruktur, sollen da drin suchen können. Das ist ein physikalisches Suchen von Personen, die quasi eine Webanwendung meistens nutzen und dann irgendwelche Links finden, die sie in ihre Systeme integrieren. Ziel ist im Endeffekt, den direkten Zugang auf die Daten über Webdatenressourcen zu schaffen, und diese Webressourcen entweder von Personen referenzieren zu lassen, in Anwendungen zu integrieren oder vielleicht schon Verwaltungsprozesse zu integrieren. Das ist eigentlich so das hehre Ziel des Aufbaus der Geodateninfrastruktur. Tja, wie sieht es mit Inspire aus? Was sagt uns Inspire zum heutigen Zeitpunkt? Wir haben seit 2010 konforme Metadaten bereitzustellen für die Annex 1 und Annex 2 Themen. Wir haben seit 2011 Darstellungsdienste bereitzustellen für Annex 1 und Annex 2 Themen. Wir haben seit 2012 Downloaddienste bereitzustellen. Die müssen alle konform sein. Die haben alle recht anspruchsvolle technische Anforderungen, die quasi von den Rechtsverordnungen der Inspire-Richtlinie definiert werden, wo der Rahmen gegeben wird auf Atom- und Feed-Basis bzw. Web-Feature-Service 2.0-Basis. Da wird der Jürgen gleich nochmal drauf eingehen, auf die technischen konkreten Implementierungen. Eigentlich muss der ganze Kram schon da sein. Also wir haben 2013, im 3.12. ist der letzte Frist, ist abgelaufen. Bis dato müssen die Daten zu Annex 1, 2 und 3 über konforme Metadaten beschrieben, mit konformen Darstellungsdiensten bereitgestellt werden und über konforme Downloaddienste herunterladbar sein. Wenn das nicht der Fall ist, wenn ich nur Metadaten veröffentlicht habe und jemand findet die im EU-Geoportal der Kommission, hat er einen Rechtsanspruch darauf, dann auch auf die Download-Dienste und auf die Darstellungsdienste zugreifen zu können. Das muss man sich einfach mal bewusst sein. Und derzeit läuft auch der Beginn von einem Vertragsverletzungsverfahren. Da geht es noch um die rechtliche Umsetzung der Inspire-Richtlinie. Also wir haben schon Post bekommen von der Kommission, die darauf hinweist, dass die Gesetze alle nicht so toll sind, die wir in Deutschland erlassen haben. Und die sind jetzt erstmal anzupassen. Da haben wir gewisse Fristen. Na gut, für diejenigen, die sich damit auskennen, wie das in Europa läuft, kann teuer werden, gegebenenfalls. Das gibt dann Tagessätze von 100.000 Euro, wenn sowas nicht erfüllt ist. Ja. Gut, dann zur Harmonisierung der Daten und Dienste. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit für Annex 3, für das letzte Annex-Thema, das umfassende, haben wir bis 2021 Zeit, diese Daten, wenn sie sich transformieren lassen, von dem bestehenden Datenmodell in das Inspire-Datenmodell, was eigentlich gewünscht oder gefordert ist, zu transformieren. Für Annex 1-Themen ist da die Frist 2017. Da ist der Zeithorizont ein bisschen kürzer. Gut, Umsetzung in Rheinland-Pfalz, eigentlich das, was ich heute vorstellen wollte. Prinzipien. Wir haben gesagt, oder ich habe eben erwähnt, wir haben extrem viele WMS- und WFS-Dienste gehabt seit 2005 und haben die auch also schon relativ intensiv verwaltet und in Infrastrukturen integriert. Und als es jetzt um die Inspire-Umsetzung ginge, haben wir uns natürlich überlegen müssen, was machen wir mit diesen bestehenden Systemen, bestehende, funktionierende, OGC-basierte Dienste, wie heben wir die auf das Inspire-Niveau an? Und wir haben uns also einen Proxy-Ansatz überlegt, der über eine zentrale Datenbank quasi, in der die Dienste registriert waren oder auch werden, auf dieser Datenbank aufsetzt und dann quasi die Anforderungen von Inspire automatisiert erfüllt. Das heißt, alle komplexen technischen Vorgaben, die Inspire hat, die werden über eine zentrale Proxy-Lösung realisiert. Im Hintergrund arbeiten weiterhin die bewährten alten WMS 111 und WFS 100 oder 110-Dienste. Ein weiteres Prinzip war, also so wenig Aufwand wie möglich, hat eben mal kurz gezeigt, wie sehen die Datenanbieter aus, wenn man sich mit 95 Datenanbietern rumkloppen muss und die haben halt relativ viele Dienste schon in der Infrastruktur bereitgestellt, denen dann die Anforderungen näher zu bringen, was Inspire will, no chance. Vor allen Dingen, wenn man dann auf die unteren kommunalen Ebenen geht, gar keine Chance. Sieht vielleicht in Nordrhein-Westfalen anders aus, wenn die größere Städte haben und noch mehr Know-how, aber in Rheinland-Pfalz, Flächenland mit einer relativ kleinräumigen Verwaltungsstruktur,
gar keine Chance gewesen. Wir mussten die Sachen so einfach wie möglich machen, damit selbst auf der untersten Ebene einer versteht, was wir damit anfangen wollen, also wie wir das umsetzen wollen. Das heißt, so wenig Aufwand wie möglich erzeugen. Das hat dazu geführt, dass wir quasi den ganzen Bereich, der sich um die Metadaten kümmert, on the fly erzeugen. Da wird also im Endeffekt von den Datenanbietern kaum was erwartet, was sie tun müssen. Es wird von der zentralen Informationsplattform on the fly erzeugt, dann irgendwann nachts abgespeichert und in der Katalogschnittstelle zum Fressen vorgeworfen. Jetzt kommen wir zu dem Problem, was eigentlich das Hauptproblem ist, weshalb Inspire momentan nicht läuft oder kaum funktioniert. Ich hatte eben mal kurz erwähnt, die serviceorientierte Architektur, die erwartet Metadaten zu Daten und Diensten. Und das bedeutet, irgendwie müssen die Daten und Dienste miteinander verknüpft sein. Das ist eine ganz einfache Relation zwischen Metadaten zu Daten und Metadaten zu Diensten, beziehungsweise umgekehrt. Ist auch nur eine Relation. Wenn man sich die Inspire-Datenmodelle anschaut, die hunderte von Relationen haben und die Komplexität der Datenmodelle mal betrachtet, wofür wir dann GeoKettle und Hale und sonst irgendwas einsetzen, um die oder FME, um die zu konvertieren, ist das eigentlich kein Problem. Dürfte eine einzige Relation kein Problem darstellen. Wenn wir aber die faktisch sehen, was nachher hinten rauskommt momentan, dass diese Relation gar nicht existiert in den bestehenden Infrastrukturen oder nicht konsistent ist, dann frage ich mich wirklich, ob wir diese komplexen Datenmodelle nachher überhaupt umsetzen können, wo hunderte von Relationen und Verknüpfungen existieren. Ja. Also wie gesagt, das Hauptproblem, was wir momentan haben in dem Bereich der Operationalität der Infrastruktur, ist diese Datenservice-Kopplung. Naja. Was ist das Problem der Datenservice-Kopplung? Das hatte ich gerade eben erwähnt. Man geht davon aus bei diesen Standardarchitekturen, dass irgendjemand oder ein Prozess im Endeffekt nach Metadaten sucht oder nach Daten sucht und sich dann eine Liste mit Diensten anzeigen lassen kann, über die er auf die Daten zugreifen kann. Eigentlich eine Liste von Webressourcen oder wie auch immer. Das ist das Prinzip dahinter. Das bedeutet aber, diese Relation muss vorhanden sein, wenn der Zugriff auf die Daten darüber realisiert sein muss. Der Download erfolgt über die standardisierten Dienste und das geht halt nur dann, wenn es etabliert ist. Im Endeffekt trägt der Dienst aber diese Information darüber, welche Daten er zur Verfügung stellt. Die Relation ist also nur einseitig gerichtet von dem Dienstmetadatensatz auf die Datenmetadatensätze. Und die Abbildung der Kopplung ist in der ISO 1919 rudimentär Mitte 2000 mal definiert worden, aber nie so richtig praktisch umgesetzt worden, weil bis dahin auch irgendwie keiner brauchte. Die meisten Katalogbetreiber haben so umgesetzt, wie sie es für richtig gehalten haben, dann in ihrem eigenen Katalog funktioniert. Wenn aber dann die Daten aggregiert werden in einer anderen Instanz, hat er dazu geführt, dass da gar nichts mehr funktioniert hat, weil die Modellierung halt unterschiedlich etabliert war. Und das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, wo Inspire sich mit diesem tollen Problem beschäftigt hat, hatten wir gar keine richtigen einheitlichen Vorgaben gehabt, um das einheitlich umzusetzen europaweit. Das Problem hat uns im Endeffekt auch in Deutschland Inspire abgenommen, dieses Problem zu lösen. Die haben einfach jetzt eine Vorgabe gemacht, so muss es gemacht werden und damit haben wir endlich mal in Europa eine einheitliche Vorgabe, wie es zu erfolgen hat. Also wir hatten so bis 2011 gar keine Chance, eine Geodateninfrastruktur aufzubauen. Da haben wir schon viele Vorträge gehört zu Geodateninfrastrukturen, aber es gab keine. Das muss man sich einfach nochmal bewusst machen. Das kann sein, dass das innerhalb der Kommunalverwaltung oder einer Kreisverwaltung funktioniert hat, aber wenn es dann darum geht, die Daten zu aggregieren auf einer nächsthöheren Stufe, Deutschland oder wie auch immer, Europa, hat es nicht funktioniert. So, gehen wir mal zu Rheinland-Pfalz. Wie haben wir das Problem gelöst? Ich hatte eben erwähnt, wir haben WMS-Dienste, sehr, sehr viele gehabt und wir brauchten halt Metadaten zu den Diensten und halt auch Metadaten zu Datensätzen. Und da wir versucht haben, unsere Anbieter davon abzubringen, Metadaten zu erfassen, wir hatten die früher nicht benötigt, wir haben auf Layer- und Feature-Type-Ebene suchen lassen in den Katalogen, von daher waren Datensatz-Metadaten eigentlich nicht gefordert. Als dann die Inspire-Richtlinie kam und dann ein gewisses Attributschema gefordert hat an Qualitätsinformationen, Aktualitätsinformationen zu den Daten, die bereitgestellt werden, haben wir gesagt, okay, wir müssen uns jetzt auch mal mit Datenmetadatensätzen beschäftigen und wir haben unser Informationsmodell quasi erweitert, was wir proprietär geführt haben bis dato, um halt Datensatzmetadaten. So, und dieses Informationsmodell ist jetzt in der Lage, redundanzfrei Datensatzmetadaten beziehungsweise Relationen von Diensten zu Datensätzen zu verwalten. Und diese Relationen hängen immer im Endeffekt am Layer bzw. am Feature-Type, wenn ich von den Standard-OGC-Diensten ausgehe, die wir da verwenden. Da die meisten Datenanbieter keine Metadaten, Datensatz-Metadaten hatten, hatten wir ihnen dann Möglichkeiten gegeben, diese Datensatz- oder Daten-Service-Kopplung nach der Registrierung der Dienste, nach der Veröffentlichung der Dienste durchzuführen. Und das haben auch 95% der Datenanbieter auch genutzt.
Wie sieht es aus? Das ist jetzt einfach ein technisches Bild in einer XML-Datei. Es kann sein, dass diese Service-Kopplung schon in Capabilities-Dokumenten vorhanden ist. Da gibt es einen Tag-Metadata-URL, kann man ganz cool dafür verwenden, um das automatisiert zu pflegen. Beim WFS gibt es das Ding auch. Auch da kann ich auf Daten-Metadatensätze verweisen. Und im Endeffekt ist das jetzt mal die Oberfläche, mit der wir die Dienststellen in die Lage versetzt haben, Datensatz-Metadaten an ihre Dienste anzufeldern. Die können entweder existierende Metadatensätze verlinken, können eigene auf Basis der bestehenden Informationen erzeugen, laden einen Datenmetadatensatz hoch oder verlinken intern im relationalen Modell einen bestehenden Metadatensatz. Das ist eigentlich so die vier Möglichkeiten. Die fünfte war die a priori Kopplung, die schon in Capabilities-Dokumenten vorhanden ist. Prinzipiell sieht das eigentlich so aus. Wir haben in der Infrastruktur von verteilten Diensten, die einen gewissen Content haben. Beim WMS ist das eine hierarchische Schachtelung von Layern. Beim WFS ist es eine Liste mit Objektarten. Aber jede dieser Objektarten bzw. jede dieser Layer muss irgendwo eine Verknüpfung auf den Datenmetadatensatz haben. Sonst klappt diese Infrastruktur nicht. Diese Verknüpfung ist eine N-zu-M-Relation und die muss irgendwie konsistent gehalten werden. Das bedeutet, ich muss Identifikatoren haben, die vom Dienst aus auf den bereitgestellten Datensatz verweisen. Das ist kompliziert. Kann man sich vorstellen, man veröffentlicht einen Dienst, ja, wo Datenmetadaten im Endeffekt gekoppelt sind und dann habe ich einen zweiten Dienst und noch einen weiteren Dienst, die den gleichen Datenmetadatensatz bereitstellen. Dann sollte das redundanzfrei erfolgen, um dann nicht das System im Endeffekt künstlich aufzublähen. Gut, wozu der ganze Kram? Wozu brauchen wir Datenservice-Kopplung? Ja klar, zur Umsetzung der Inspire-Richtlinie. Wir können damit diese Inspire-Anforderungen für die Web-Services automatisiert ausfüllen. Wir können Open-Data-Portale beschicken, weil im Endeffekt das Open-Data-Datenmodell ist das gleiche. Die haben auch im Endeffekt ein Modell, wo die von Datensätzen, Beschreibungen ausgehen, Packages, und haben Ressourcen, die sie über Relationen an die Packages anhängen. Das ist das gleiche Prinzip wie auch in der Geodateninfrastruktur. Und dadurch ist man in der Lage, quasi automatisiert aus sauber geführten Geokatalogen auch Open-Data-Kataloge zu befüllen. Tja, die Download-Dienste, das ist eine weitere Option, die wir dann eben bekommen haben, ist die Generierung von Download-Diensten, in Inspire-konformen Download-Diensten für WMS-Datenquellen oder WFS-Datenquellen und Metadaten. Und wir sind damit in der Lage, mit diesem relationalen Modell auch einen eigenen Katalog anzubieten, einen Inspire-Katalog, der relativ einfach nutzbar ist für die Nutzer der Infrastruktur selbst. Und das werde ich versuchen, nochmal live kurz anzuzeigen. Und wir haben eine Möglichkeit, quasi automatisiert dieses Inspire-Monitoring-Berichtswesen aus dem Informationsmodell auf Knopfdruck zu erzeugen und an die Geodateninfrastruktur Deutschland zu schicken, sodass wir da keinen großen Aufwand haben. Der Aufwand wird nämlich immer größer, je mehr Datensätze wir bereitstellen. Das sehen wir gleich, wenn wir uns mal die Zahl der Datensätze anschauen. Das ist nicht mehr händisch zu machen an der Stelle. Was wir auch dann eben haben, ist die Möglichkeit, über diese standardisierten Inspire-Download-Dienste, im Endeffekt jeder Datensatz, der für Inspire bereitgestellt wird, kann über einen einheitlichen Zugriff heruntergeladen werden. Das ist eine ganz coole Sache. Das ist erstmals mit Inspire überhaupt möglich gewesen, einen einheitlichen Zugriff zu realisieren auf Geodatensätze innerhalb Europas. Und von daher sollten wir sich das auch mal anschauen, praktisch, wie es aussieht und auch versuchen, das wirklich umzusetzen, was Europa uns da bietet als Chance. Live-Demo. Ja gut, jetzt bin ich ein bisschen zu lange unterwegs gewesen, dann würde ich sagen, einen Großteil der Live-Demo spare ich mir, aber das können wir vielleicht auch im praktischen Beispiel zeigen, wenn Fragen kommen. Kurz nochmal Lessons learned. Also, man kann Inspire erfüllen, ohne große Probleme. Man sollte die Datenanbieter nicht mit dem ganzen komplexen Zeug da beschäftigen, das werden sie so und so nicht verstehen. Die wenigsten werden nicht verstehen und muss das eben zentral irgendwie lösen. Da ist so eine Proxy-Lösung relativ einfach. Eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir dann gelernt haben oder eigentlich vorher auch schon wussten, Metadaten gehören in die Daten oder zu den Daten. Man darf nicht versuchen, XML-Editoren an Leute zu verkaufen, wo ich dann Leute habe, die im Endeffekt in XML-Dokumenten irgendwelche Metadaten pflegen. Das kann nicht funktionieren. Das muss ja synchron mit den Diensten sein. Von daher gehören Metadaten, und das haben wir angefangen zu etablieren, an die Datensätze selber, in die Postgres-Datenbank, und dann müssen automatisiert die Dienste drauf aufgesetzt werden. Dann kann das ganze System funktionieren, aber auch nur dann. Andere Chance haben wir da nicht. Reduktion auf das Notwendigste, hatte ich eben schon mal erwähnt. Nur die Metadaten zu verwalten, die wir brauchen. Keep it simple und so viel wie möglich einfache APIs schaffen für die Infrastruktur, damit die auch genutzt werden kann von wem auch immer. Das ist auch eine Sache, die wir eigentlich gelernt haben. Das Bessere ist der Feind des Guten. Sollte man sich wirklich
beherzigen. Ich habe manchmal das Gefühl, Vermesser kriegen das nicht so richtig hin. Die stochern in jeder kleinen Stelle und verlieren eigentlich den Blick für das Gesamte. Weil sie einfach versuchen, alles hundertprozentig konform zu machen, zu Standards, die nicht in der Lage sind, das abzudecken, was man eigentlich braucht. Ja, also erstmal den Sinn verstehen, zu verstehen, was benötigt wird, was dringend benötigt wird und das auch nur umzusetzen. Und nicht anfangen, hunderte von Metadatenelementen zu spezifizieren, die bitte zu erfüllen sind pro Datensatz. Das ist ja auch schon vorgekommen in Deutschland. Okay, also im Endeffekt die Konsequenz, wir sollten Inspire als das sehen, was es ist. Es ist die erste Chance, die wir überhaupt haben, Ländergrenzen übergreifend einheitliche Zugriffsoptionen zu schaffen. Wir werden nicht nochmal so eine Chance bekommen. Das heißt, wir sollten versuchen, so umzusetzen und auch die Nutzer davon zu überzeugen, dass ein relativ einfacher Weg ist, auf die Daten nachher zugreifen zu können. Und Status quo jetzt für uns mal in Rheinland-Pfalz. Wir haben bei uns 16.000 registrierte Nutzer, sind halt nur aber 500, 600 parallel am Tag auf dem Portal unterwegs. Wir haben 750 verschiedene Kartendienste, 60 Web-Feature-Services, die 94 Institutionen, hatte ich angemerkt. Und wir stellen momentan 17.000 Metadatensätze zur Verfügung. Da fliegt aber keiner sauhändisch irgendwas dran. Ja? Die werden automatisiert erstellt und das ist auch gut so, das würde sonst nicht funktionieren. Von den 17.000 haben wir 4.700, die wir an den Inspire weiterleiten. Und die haben auch alle konforme Darstellungsdienste, seltsamerweise, weil die halt automatisiert erzeugt werden. Und bei diesen Inspire-Download-Diensten haben wir auch fast 100% konform und die werden auch automatisiert erzeugt und werden an den Inspire weitergeleitet. Das führt dazu, dass 90% aller herunterladbaren Daten im Inspire-Geoportal für Deutschland aus Rheinland-Pfalz kommen. In Inspire selber sind es immer noch fast 80%, die aus Rheinland-Pfalz kommen, wenn man sich das Inspire-Geoportal mal betrachtet. Von daher ist jeder mal eingeladen, da reinzuschauen und mal den Katalog auszuprobieren und dann wäre ich eigentlich auch soweit durch mit der Zeit und wäre dann eben für Fragen offen. Jetzt ist meine Stimme wieder da. Das ist sehr schön. Vielen Dank für die Vorstellung dieses interessanten Problems. Den Satz Inspire ist cool. Ja, bestimmt. Kann ich mir jetzt nicht so ganz abbringen, aber ist auf jeden Fall sehr interessant, das gebe ich zu. Wer hat hier Fragen? Hier vorne sich Fragen. Ein Satz hat mich besonders beeindruckt und zwar erstmal das machen, was am nötigsten gebraucht wird. Da stellt sich mir sowieso schon seit der Raumerzeit die Frage, wofür machen wir das eigentlich? Sprich, die EU will die Daten haben. Die EU ist jetzt irgendein Sachbearbeiter, der in Brüssel einsam in seinem Büro sitzt und nach dem B-Plan von Klein-Kleckersdorf sucht, um das jetzt mal böse zu formulieren. Frage ist, welche Erfahrungen wurden gemacht bezüglich der Nutzung, speziell der Inspire-Sachen? Also meine Vermutung ist eigentlich immer, wir machen alle Inspire, aber das nutzt eigentlich keiner. Kann man das entkräften? Die Frage ist, was finden wir jetzt bei Inspire an kommunalen Daten? Und dann stellt sich immer die Frage, wir müssen im Monitoringbericht melden, wie viel Zugriffe auf diese Inspire-Darstellungs-Download-Dienste erfolgen, jährlich, monatlich, wöchentlich, wie auch immer. 42 tragen wir da ein, die Liste. Also bei den Inspire-Download-Diensten müssen wir uns ja was überlegen, wer greift darauf zu? Dann werden 4.700 mal 42 eingetragen. Ja, also derzeit ist also die Nutzung dieser Inspire-Download-Dienste bei uns im Portal ist halt möglich. Wir brauchen natürlich auch einen Client, um das Zeug zu nutzen. Ohne Client wird das natürlich nicht verwendet, das ist klar. Man muss einen einfachen Zugriff dazu schaffen. Aber derzeit ist 42 die Antwort. Ja, das kann sich ändern. Vielleicht sollten wir mal irgendwann 1.000 oder was reinschreiben, keine Ahnung. Okay, danke. Aber ich, ja. Gut, hallo, Telefon, Hallo, ja. Also vielleicht hier im Anschluss gleich nochmal. Die EU hat halt das Ziel, einen einheitlichen Binnenmarkt herzustellen und Inspire ist quasi der Versuch, einen einheitlichen Binnenmarkt zu produzieren, dass man also europaweit eben Geodaten finden kann und das grenzüberschreitend. Meine Frage wäre zum Verhältnis von Inspire und Open Data. Sie haben ja gesagt, das, was Sie mit Inspire in Rheinland-Pfalz machen, kann man dann auch sehr gut als Open Data exportieren. Also stellen Sie dann die Metadaten als Inspire? Also wir sind derzeit der größte Bereitsteller von Open Data Daten in Deutschland.
Einfach auf GovData gehen, suchen nach da. Der erste Datensatz ist ein Bebauungsplan aus Rheinland-Pfalz. Okay, also Sie stellen schon nicht die, bloß die Metadaten als Open Data zur Verfügung, sondern tatsächlich Geodaten. Die Dienste erstmal momentan. Also Geodaten kommt jetzt, also wir haben momentan noch nicht die Zugriff auf die Web Feature Services beziehungsweise den Download realisiert. Wir haben momentan nur die WMS-Dienste quasi gemeldet, aber das wird ergänzt noch. Das kommt noch dazu. Wenn jetzt diese die Download-Möglichkeiten gibt es schon, aber das Datenmodell, also die Ressourcen haben wir noch nicht publiziert an der Stelle. Die müssen jetzt noch nachpubliziert werden, sodass dann pro Datensatz eine Visualisierungsmöglichkeit existiert, eine Ressource im CCAN und dann eben auch noch optional verschiedene Download-Möglichkeiten für die Formate, die da zur Verfügung gestellt werden. Das kann aber alles auf Knopfdruck automatisiert erfolgen. Ja. Ich habe verstanden, Sie sind im Moment die Nummer 1. Wir haben die meisten Daten. Ja, wir stellen die meisten Daten zur Verfügung. Führen Sie auch Gespräche mit anderen Ländern? Wie schaut es aus? Also die Saarländer, Entschuldigung, ich habe die Saarländer vergessen, die arbeiten mit uns zusammen, die haben auch sehr viele Daten. Das, und, die Hessen, das vermutet man stark. Die Frage ist aber, wie wissen Sie über die Pläne der anderen Länder, wann Sie dann hinterherziehen? Weil Sie haben wahrscheinlich eine Vorbildrolle, weil Sie am weitesten sind, wenn man Sie richtig versteht. Aber die ist schon speziell, die Infrastruktur, und die, da muss man schon umdenken für. Die Frage ist, ob jetzt die Länder schon so viel investiert haben an Volumen, dass die gar nicht mehr zurücktreten können von dem, was sie momentan etabliert haben, ohne ein Gesicht zu verlieren. Hessen wird unser System übernehmen. Dann haben wir also Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen. Okay. Ja. Dem kann ich mich nur anschließen. Schönen Dank für die Fragen, für den Vortrag. Bitte nochmal einen kurzen Applaus.